Hey meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Runde der Meisterliga in PES 2020. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch und deswegen lasst uns direkt reinstarten. Ich möchte hier dieses Spiel gegen Bremen eigentlich nicht direkt spielen, sondern ich simuliere das. Und ja, wir überspringen es einfach mal, weil ich hab Bock auf Leverkusen. Wir gewinnen mit 5:0. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ansonsten keine überraschenden Ergebnisse. Wir sind immer noch Platz 1. Und Leipzig gammelt auf Platz 11 rum, die haben wir ja geschlagen mit 5:0, ebenfalls wie jetzt gerade Werder Bremen. Also wir sind in enormer Topform, haben noch keine Niederlage kassiert, erst 6 Tore ins eigene Tor kassiert. Genauso wie Wolfsburg, die haben die ebenso starke Defensive und Frankfurt auch mit 8 Treffern, genauso wie Dortmund 8 Treffer, Hoffenheim 9 Gegentreffer. Ansonsten können wir uns eigentlich nicht beklagen, wir sind eben noch Erster. Und ich würde sagen, wir springen direkt ins Spiel gegen Leverkusen. Nachdem wir uns die Vergabe zum weltbesten Spieler angesehen haben, dieser wird dieses Jahr Cristiano Ronaldo. Okay, was ist jetzt hier los? Wir haben hier irgendeine Sequenz. Wir haben irgendeinen Spieler. Wer auch immer das ist. Ach, er unterzeichnet seinen Vertrag. Wir haben jetzt gerade eben einen Jugendspieler nochmal verpflichtet. Aus der Jugend ein 10er, 69er Gesamtstärke, da muss ich eigentlich zuschlagen. Der ist richtig, richtig gut und ich hoffe mir dadurch jemanden einfach mehr Flexibilität zu haben. Erstmal ein herzlicher Gruß an alle Bayern-Fans da draußen. Vielen Dank, ich bin sehr dankbar für die Chance, hier spielen zu können. Wir sehen uns am Spieltag im Stadion. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er direkt mitgenommen wird, aber gut. Schön, dass er die Motivation dazu hat. Und nun sind wir da, lasst uns direkt starten in dieses Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Und er hier, Harrison, ist der neue Mann mit der Trikot Nummer 7, das müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Er wird sicher nicht als Neuankömmling die Nummer von Ribéry kriegen. Aber wie auch immer, wir werden mit ihm starten heute auf der 10. Und ja, lasst uns direkt loslegen. Klasse gespielt von Coman, klasse gemacht und der Schuss ist leider nicht drin. Das hätte aber durchaus ein Tor verdient gehabt, da wunderschön den Gegner aussteigen lassen. Jetzt Harrington. Oh, nicht schlecht. Also schießen kann er auf jeden Fall. Wenn da auch noch ein bisschen so die Präzision fehlt, aber er zeigt schon mal in den ersten paar Minuten ganz ordentliche Ansätze. Wir haben jetzt eine gute halbe Stunde vom Spiel gespielt. Aber Leverkusen steht defensiv sehr, sehr gut. Da lassen sie wenig zu. Wir haben da Schwierigkeiten durchzukommen im Gegensatz zum Leipzig-Spiel, wo es ja eigentlich freie Fahrt war für unsere Offensivleute, da durchzukommen. Jetzt aber mal vielleicht Lewandowski! Nein, auch diesmal nicht. Also wir haben hier gute Möglichkeiten. Immer wieder kommen wir irgendwie ganz leicht durch. Coman zeigt gute Ansätze über die Flügel im 1 gegen 1. Aber wie wir sehen hier, wir haben fast 70% Ballbesitz. Aber wir machen nichts draus. Leverkusen steht einfach nur hinten drin. Wartet ab, was wir machen und spielt den Ball dann schnell nach vorne. Bislang relativ ungefährlich, aber wir kennen aus der Vergangenheit, dass das durchaus mal zum ein oder anderen Nadelstich führen kann, der dann durchaus wehtun kann, wenn wir an Düsseldorf denken, die da zwei Chancen hatten, zwei Tore machten und uns hier zwei Punkte dann geklaut haben. Aber jetzt mal gucken, was hier noch geht. Harrington, der neue Mann, der neue Mann! Auch er versucht sich, aber trifft nicht das Tor. Und so läuft schon das ganze Spiel. Wir haben jetzt gute 60 Minuten rum. Müller inzwischen auf dem Platz für Harrington. Und auch der probiert sich immer wieder an Schüssen aufs Tor. Aber es will einfach nichts ins Tor. Das ist ja das große Problem, was wir jetzt haben. Leverkusen gibt sich, so wie es aussieht, mit dem 0:0 zufrieden. Sie hatten noch keine einzige Chance. Also Manuel Neuer ist absolut arbeitslos. Schon den ganzen Tag. Der ist inzwischen wahrscheinlich schon wieder in der Kabine und trinkt einen Kaffee, während wir versuchen, hier vorne das Tor zu schießen. Ach nee, er ist noch da. Okay. Das erste Mal, dass er hier den Ball berührt. Und ja, so läuft schon die ganze Zeit. Mit Thomas Müller haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Offensive auf dem Platz. Harrington, klar, ist auch ein Zehner, aber hat eben noch nicht die Fähigkeiten, um da wirklich Torgefahr zu verstragen. Das hat dann Müller natürlich doch schon etwas mehr. Aber jetzt vielleicht mal, nein, auch das ist nicht. Aber jetzt muss es, nein, auch dieses Mal nicht. Kommt schon, Jungs, die letzten 5 Minuten laufen.
Wir müssen jetzt hier, das ist Abseits wahrscheinlich. Nein, war kein Abseits, schade. Wir müssen jetzt hier unbedingt mal ein Tor schießen. Und wieder nicht. Also, wir haben jetzt auch noch Mandzukic gebracht. Spielen mit 5 offensiven Leuten oder 4, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall sehr, sehr vielen. Aber es will einfach nicht. Es will einfach nicht. Die Murmel will einfach nicht ins Tor. Was macht Manuel Neuer da draußen? Okay, das war es wahrscheinlich. Hier geht nichts mehr. Hier soll nichts gehen. Leverkusen kriegt das, was sie wollen. Ihr 0 zu 0. Und ja, wir kriegen, was wir nicht wollten, das 0 zu 0. So, das Spiel gegen Lok Leipzig, sage ich schon, Lok Moskau haben wir auch noch übersprungen, haben es gewonnen. Und somit gehen wir als Gruppensieger in die K.O.-Runde. Ich habe mal richtig Bock drauf, bin gespannt, was da für Gegner auf uns warten. Aber erstmal kommt Paderborn. Und die, das ist schwierig einzuschätzen, werden die sich hinten reinstellen, werden die offensiv spielen? Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Gucken wir uns mal unsere Nachrichten an. Oh, wir wurden, uns wurde der Job bei Paris angeboten. Das interessiert mich erstmal nicht. Hoffenheim hat uns ja auch ein Angebot gemacht und jetzt auch sogar Paris. Also Tuchel ist anscheinend nicht so der Mann, den sie da haben. Gucken wir uns einfach mal den Kader an von Paris. Haben die irgendwas eingekauft? Nee. Da sind wir noch Neymar, Mbappé, Cavani. Icardi ist ja da. Ansonsten, ja, die haben nichts eingekauft. Doch, El Shaarawy haben sie geholt. Und ja, also eine gute erste Elf. Aber das ist nicht so meine Art von Verein, wo ich unbedingt hin möchte. Da bleibe ich dann erstmal bei Bayern. Da bin ich ja noch nicht mal ein Jahr lang. Also lass uns erstmal diese Saison hier spielen. Gegen Paderborn, das werden wir jetzt erstmal überspringen. Ich lasse das Spiel nicht. Nee, das spiele ich nicht. 4-1 gewinnen wir. Ganz locker easy. Sind immer noch Erster. Und ja. Welches Spiel werden wir spielen? Spielen wir jetzt das gegen Schalke? Ja, das würde ich sagen. Gegen Schalke werden wir spielen. Der 15. Spieltag. Und dann nähern wir uns auch schon mit großen Schritten der Winterpause. Oh ja, eine Niederlage gegen Schalke 04 kommt nicht in Frage. Bleibt ständig in Bewegung, kontrolliert das Geschehen und konzentriert euch. Verdammte Scheiße. Keiner hat je ein Derby mit Technik und Taktik gewonnen. In solchen Spielen ist Leidenschaft gefragt. Also zeigt ihnen, wer leidenschaftlicher ist. Das sind natürlich wir. Wir wollen hier diese 3 Punkte mitnehmen in der eigenen Kabine, in der eigenen Hütte, im eigenen Haus. Deswegen lasst uns loslegen. Da sind wir nun in der Arena der Allianz, in der Allianz Arena gegen Schalke 04. Ich will gar nicht viel labern, lasst uns einfach direkt starten und ein Tor schießen. Das muss es jetzt aber werden, nein, das wird es nicht. Viertelstunde ist Rob Lewandowski hatte hier schon eine Chance, wenn er am Ball kommt, wird es natürlich gefährlich, kam er aber nicht. Aber Schalke zeigt sich jetzt bislang noch nicht so von ihrer besten Seite. Aber sie stehen defensiv gut. Hoffen wir mal, dass das nicht so ein Spiel der Kategorie Leverkusen wird. Jetzt aber, nein. Zu viel Gewusel im Strafraum und wir kommen einfach nicht vorwärts. Eine sehr unspektakuläre, man kann auch schon sagen, langweilige erste Halbzeit ist rum. Schalke steht nur hinten drin und es ist einfach das identische Spiel wie gegen Leverkusen. Wir finden kein Mittel da in der Defensive und Schalke hat nicht wirklich die Ambition, hier ein Tor zu schießen. Also die haben da nicht wirklich Bock drauf. Dann denke ich mir, gut, probieren wir es halt, aber wir kriegen es gerade irgendwie nicht so hinten wirklich gebacken. Endlich! Was? Mit dem Ding hätte ja keiner gerechnet. Serge Gnabry macht den Ball rein nach Ecke. Was? Ein Kopfballtor von Serge Gnabry. Ich war total schockiert, deswegen habe ich gerade gar nichts gesagt. Und der Ball ist so ganz plötzlich drin. Aber ja, es hat funktioniert. Hier sehen wir es. Gnabry komplett allein gelassen und Nübel sieht da nicht so gut aus. Der Schalker Torhüter hier nochmal die Ecke. Und da steigt dann Gnabry am höchsten, aber auch der Mann am Pfosten, ich weiß gar nicht, wer es war, hätte den Ball eigentlich haben können oder haben müssen, wie auch immer.
Aber hätte, hätte, hätte. Es steht 1-0. Endlich. Oh, Schalke kommt mal gefährlich. Nein, ich wollte gerade sagen, sie kommen mal gefährlich vors Tor, aber dem ist nicht so. Harrington auch wieder auf dem Platz, kam jetzt rein für Thomas Müller. Mal gucken, vielleicht darf er sich ja gegen Schalke mal mit dem Tor belohnen. Er hat wirklich, wirklich gute Anlagen, aber dieses bisschen Gefahr fehlt ihm noch. Aber ansonsten macht er das echt gut. Aber klar, er ist ganz frisch in der Mannschaft, kennt die Abläufe noch nicht so wirklich. Der wird sich dann auch noch reinfinden und sich früher oder später mit einem Tor belohnen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das wird es hier wahrscheinlich gewesen sein. Ein mageres 1-0. Aber egal, nach Standardsituation. Aber alles egal, Hauptsache 3 Punkte. Schalke ist natürlich ein Gegner, gegen den wir gewinnen wollten. Da gab es sogar extra eine Szene am Anfang dafür. Und wir gewinnen dieses Spiel durch ein Tor von Serge Gnabry. 1-0, knappes, knappes Ding. Schalke wäre mit seiner Defensivtaktik da fast durchgekommen. Aber wir konnten sie dafür bestrafen, dass sie sich so wenig trauen, und gewinnen dieses Spiel. Und jetzt würde ich gerne in die Winterpause gehen. Oh, Tolisso hat sich verletzt, er wird einen Monat ausfallen. Und wir haben mit Hulk verhandelt, das wurde aber direkt abgelehnt. Und mit Aaron Ramsey. Was? Okay, wir können mit Ramsey nochmal quatschen. Das Komische ist, bei manchen Spielern steht, sie wollen gar keinen. Die Ablösesumme ist gleich 0, wenn wir das jetzt hier mal kurz angucken. Jetzt zeige ich euch das mal. Die Ablöse, okay, das sehen wir jetzt hier nicht. Auf jeden Fall will Juve für Ramsey 17 Millionen Euro bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Das ist ja schon krass, wie ich finde. Und ein Jahresgehalt von maximal, von nicht mal 3 Millionen Euro. Für einen 85er zentralen Mittelfeldspieler. Klar, er ist ein bisschen älter, aber er ist immer noch ein klasse Spieler. Ein guter Backup. Ist ein Teamplayer, seine Haltung ist klasse, eine gute Technik, ein Instinktspieler. Seine Entwicklung ging jetzt so ein bisschen runter die letzten Jahre, aber ich denke, da kann man auf jeden Fall noch was rausholen aus ihm. Aber wir verhandeln da auf jeden Fall nochmal nach. Da können wir bestimmt noch was machen. Das nächste Spiel gegen Union Berlin werden wir jetzt simulieren. Das sollte eigentlich ein klares Ding werden. Wir gewinnen mit 2-0, Schalke verliert, Köln gewinnt. Leverkusen gewinnt und Bremen gewinnt. Leipzig verliert. Freiburg verliert gegen Dortmund. Gladbach gewinnt und Düsseldorf gewinnt gegen Hoffenheim. Wir sind weiterhin Erster. Gladbach, Zweiter Dortmund, Dritter Wolfsburg. Auch Dritter, aber eigentlich Vierter. Und Frankfurt auf Platz 5. Ja, interessante Tabelle aktuell. Klar, wir sind mit Abstand Erster. Aber egal, wir haben jetzt mal die Hinrunde gespielt. Hamšík wurde bester Spieler Asiens. Spektakulär. Dudu ist bester Spieler Südamerikas. Spektakulär. Und nun haben wir die Hinrunde geschafft. Das Transferfenster ist auf und wir haben neue Spieler verpflichtet. Ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt. Ich habe es in einer Folge bereits erwähnt. Onana, hier haben wir ihn auch schon. Das ist er, glaube ich. Sollte er sein. Onana, der neue Mann. Der neue zweite Torwart Ulreich wird den Verein verlassen in Richtung Dortmund und er hier wird unser neuer Backup-Torwart. Mit einer 85 Backup-Torwart, schon krass, ist für andere Mannschaften ein Stammkeeper. Aber er wird hier erstmal den Backup machen, wird vielleicht in der Champions League auflaufen, vielleicht auch mal das ein oder andere Ligaspiel machen. Ich möchte mich einfach bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben. Ich bin überglücklich, bei Bayern München unterschrieben zu haben. Onana, herzlich willkommen im Verein. Das ist ein neues Abenteuer für mich, aber ich hoffe, ich kann das Vertrauen zurückzahlen, dass sie in mich setzen. Warum hat er überhaupt so einen Anzug an und ist in so einer komischen Lobby? Merkwürdig. Auf jeden Fall ist das unser neuer Torhüter. Saisonziele, Hinrundenbilanz. Oh, oh, oh. Mal gucken, was wir erreicht haben. Wenn wir dieses positive Momentum bewahren können, sind wir bezüglich unseres Saisonziels absolut in der Spur. Behalten Sie das Ziel fest im Auge und den Rest konnte ich nicht lesen. Natürlich, wir werden alles geben. Glückwunsch zur Verpflichtung eines Spielers. Sie freuen sich zweifellos darauf, ihn in Aktion zu sehen. Vergessen Sie doch nicht, dass neu verpflichtete Spieler möglicherweise noch nicht an die Spielweise gewöhnt sind. Bla, bla, bla.
Top-Transfer im Bundesliga-Wettbewerb. Und danach wechselt er für 20,5826 Millionen Euro von Ajax zu Bayern München. Das Transferfenster ist jetzt offen. Dortmund verpflichtet Ulreich. Ja, danke, tschüss. Onana trifft neue Mannschaftskameraden. Hoffmann geht auf Leihbasis weg nach Boa Vista. Ab kommt zurück. Er war nur ein halbes Jahr verliehen. Thiago wird nicht wechseln und Harrington hat anscheinend ein Transferangebot. Ich würde ihn gerne verleihen, wenn das möglich wäre, aber muss nicht unbedingt sein. Dann behalten wir ihn auch. Habe ich kein Problem damit. Ihn hier haben wir auch neu im Verein. Alexander Nübel haben wir für 2 Millionen Euro oder so verpflichtet. War nicht sehr teuer. Aber wir müssen auf unser Jahre, auf unser Gehaltsbudget achten. Da ist nicht mehr viel da. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ihn werden wir also versuchen zu verleihen. Und ja, deswegen gucken wir mal, was da kommt. Ab ist zurück. Vried ist immer noch verliehen. Und ja, mal gucken, was es noch an Updates gibt. So, dieses Spiel werden wir überspringen hier. Das nächste gegen Hoffenheim gewinnen wir 2-0. Jetzt ist die Hinrunde wirklich zu Ende. 17. Spieltag. Wir sind Platz 1. Haben 8 Punkte Vorsprung auf Gladbach. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Und 10 Punkte auf Dortmund. Wir haben ein Angebot von Celta Vigo gekriegt für Javi Martinez. Ich denke, ich werde ihn verkaufen. Er ist natürlich nicht mehr der Jüngste und ich weiß es auch nicht. Wir haben ihn auf der Transferliste. Klar, er ist schon 32 Jahre alt. Er kann zwar sowohl Innenverteidiger als auch Sechser spielen, aber nee, ich möchte die Mannschaft neu strukturieren. Ich möchte da was Neues rausholen. Wir kriegen über 20 Millionen für ihn und 4 Millionen Gehaltsbudget. Also lassen wir ihn gehen. Wir haben fast 70 Millionen auf dem Konto. Und das Geld müssen wir jetzt versuchen, irgendwie zu investieren. Aber wir haben einfach einen zu großen Kader. Deswegen werden wir versuchen, diesen irgendwie zu verkleinern. Wir haben ja noch einen Jugendspieler geholt, Teixeira und McDowell, zwei Außenverteidiger. Junge Spieler mit Potenzial, die werden wir auf jeden Fall versuchen zu verleihen. Und ja, ansonsten gucken, wo wir da noch Verstärkung holen können. Oh, Leipzig hat einen neuen Torhüter gekauft, ein Baye für 1,7 Millionen Euro, Top-Transfer. Oh! Schalke hat den Rücktritt von David Wagner bekannt gegeben. Der war ja nicht sehr lange auf Schalke. Gut. Ansonsten haben wir nichts Krasses hier zu vermelden. Nur, dass eben Javi Martinez jetzt weg ist. Cuisance wird verliehen werden. Er geht für 6 Millionen Euro Leihgebühr nach Lyon. Verhandlungen über Verpflichtung, Kapitel 1. Verhandlungen mit M. Wilber kommen gut voran, aber ich glaube, wir können ihn davon überzeugen, zu etwas größere Konto zu setzen. Aha. Okay, Wilber ist einer, ein Innenverteidiger. Gehen wir jetzt zurück an die Verhandlungstisch. Ist ein Innenverteidiger, Österreicher, 22 Jahre alt, war ein guter Backup-Spieler. Wodurch das Interesse bestehen würde. Cuisance wird auf Leihbasis nach Lyon gehen. Und ja. Das ist so unser Transfer-Ding aktuell. Sie möchten 1 Million Euro mehr haben, also knappe 17 Millionen Euro. Bei einem Marktwert von fast 30 Millionen ist es eigentlich ein mega Schnäppchen. Und ein Jahresgehalt von 2,1 ist auch nicht viel. Für einen 78er, 22 Jahre alten, sowohl Innen- als auch Linksverteidiger kann er spielen. Ist auch richtig, richtig gut. Der kann auf jeden Fall noch ein richtig guter Spieler werden. Hier sehen wir es bei beidem eine A, sowohl links als auch in der Innenverteidigung. Aber ja, hat eine gute Entwicklung gemacht. Wäre auf jeden Fall einer, den wir uns hier holen könnten. Wir verhandeln nochmal ein bisschen nach. Gehen auf 15. 15, komm, 15. Dann nehmen wir ihn. So, dieses Spiel werden wir noch mitnehmen, bevor wir diese Episode beenden. Gegen Eintracht Frankfurt soll es jetzt gehen. Mit neuem Personal, zumindest auf der Torwartposition, haben wir Onana von Anfang an. Ab wird auf der Bank Platz nehmen
Und das ist ein Foul nach einer Minute. Und ja, ansonsten können wir noch nicht so viel verzeichnen. Ich finde es ein bisschen schwierig, Spieler zu verpflichten, weil dieses Verhältnis Gehaltsbudget zu Transferbudget ist ein bisschen meh. Also, und teilweise auch diese Ablöseforderung. Es ist nicht möglich, dass wir uns hier einen Superstar nach dem anderen kaufen. Ich weiß nicht, ob das in der Realität eher möglich wäre. Und da ist es, die erste Chance. Robert, starte. Robert. Nein, das hätte es sein müssen eigentlich. Und Lewandowski sollte das blind machen. Gnabry, leeres Tor. Serge Gnabry. 6. Minute. Boom. Junge, boom einfach nur. Das war ja mal göttlich gemacht. Was für ein Fehler vom Torwart. Und dann ist es ganz schnell passiert hier. Ich dachte schon, da wird nichts mehr gehen, aber dann hier der Fehlpass. Gnabry nutzt es aus, der Torwart ist viel zu weit draußen. Und der Ball passt ganz genau, Serge Gnabry 1:0 nach wenigen Minuten. Und Onana mit seiner ersten Aktion. Mit der Trikot Nummer 12, die wird ja beim FC Bayern eigentlich nicht vergeben, weil die ja für die Fans steht. Aber gut, machen wir hier mal eine Ausnahme. Und jetzt, oh mein Gott, das war schlecht getimed. Aber das war stark gemacht von Gnabry. Gnabry, Lewandowski 2:0. Und das war ja mal brillant gemacht von Serge Gnabry. Da gehört der ganze Lob eigentlich nur Gnabry, der hier ein Weltklasse-Spiel macht bislang. Lewandowski kann auch sich glücklich schätzen, dass Gnabry da nochmal dran bleibt, den Ball erobert und so die Kugel nochmal heiß macht. Und jetzt steht es 2:0 und Frankfurt weiß gar nicht, was hier abgeht. Jawohl, da ist es. Kurz vor der Pause macht Coman dann den Deckel drauf durch eine starke Einzelaktion. Und ich würde jetzt sagen, jetzt kommt Fiete Arp mal auf den Platz. Jan Fiete Arp, hier sehen wir es, Coman nochmal. Zack, geht vorbei am ersten. Da ist der zweite, zack, nochmal mit derselben Aktion vorbei. Und dann der Schuss ins entgegengesetzte Eck zum 3:0. Und jetzt kommt Arp, Lewandowski geht. Arp war ja verliehen. Ich weiß gar nicht, wie er sich da gemacht hat. Auf jeden Fall hat er sich ein bisschen verbessert. Und ja, ich denke, dass er auf jeden Fall eine große Zukunft haben wird, haben kann, wenn er sich denn weiterentwickelt, wenn er gut spielt, wenn er vielleicht auch mal den einen oder anderen Treffer erzielt. Apropos Tore schießen. Thomas Müller kam frisch auf den Platz, die Vorarbeit liefert. Perisic, der kam auch erst rein. 4:0, hier passiert absolut nichts mehr. Und dann kommt halt irgendwann auf einmal so ein Tor zustande hier. Selbst den Ball erobert Ivan Perisic, dann Müller starten sehen und er schießt drauf und verwandelt in Thomas Müller-Manier. Es steht 4:0, Frankfurt hat hier gar nichts zu melden. Noch eins, gibt's noch eins? Nein, Müller verschießt. Aber ja, so läuft das ganze Spiel hier auf ein Tor. Und es gibt eben nicht viel zu sagen zu dieser Partie, nur dass absolute Dominanz auf roter Seite herrscht und absolute Angst auf schwarzer Seite. Und hier wird wahrscheinlich nichts mehr passieren. Dies hier sind meine letzten Worte in dieser Folge. Danach. Oh mein Gott. Ah, bist du schlecht. Also das ist grottiger Spieler aktuell mit 75er Gesamtwertung. Mega unbeweglich, absolut langsam, aber egal. 4:0 Sieg und ich verabschiede mich. Die Aufnahme geht schon 1,5 Stunden. Und ja, bis dann und tschüss.